Hallo Leute, willkommen hier, mitten aus der Natur. Ich streife gerade durch den Wald und entdecke ein Pilz nach dem anderen. Das scheint ein richtiges Pilzjahr zu sein. In diesem Video möchte ich aber nicht über Pilze, sondern über Mais sprechen. Mais, ein Nahrungsmittel, was schon von den Naturvölkern vor Tausenden von Jahren hauptsächlich gegessen wurde. Und bis in die heutige Zeit hinein kann man Spuren der Naturvölker, wir sagen heute Indianer, entdecken, sogar im Supermarkt. Ich werde euch da nachher ein bisschen was drüber berichten. Ich habe einiges Interessantes bei der Recherche für dieses Video herausgefunden. Ja, also ich werde euch nachher zeigen, wie ich Mais in drei verschiedenen Arten zubereite. Wie gesagt, ganz einfach, hier draußen könnt ihr kinderleicht nachmachen und dann vielleicht so ein bisschen dieses Back to the Roots Feeling bekommen und euch mit den Vorfahren über Nahrungsmittel etwas verbinden, denn ja, gegessen haben die Menschen schon immer und werden sie wahrscheinlich auch immer. So Leute, Lager steht, Zutaten liegen bereit und jetzt werde ich euch sagen, was es heute denn Feines gibt. Also, heute alles zum Thema Mais. Ich werde anfangen mit Popcorn, dann habe ich nebenher schon mal was zum Naschen. Habe hier Popcorn-Mais. Dann wird es leckere Polenta geben, das ist Mais, kriesrührig an mit heißem Wasser. Vorher werde ich noch die gesammelten Pilze anbraten, leicht mit etwas Zwiebeln, das Ganze vermischen und es gibt dann eine Polenta mit hier Waldpilzen. Da bin ich schon mal richtig drauf gespannt. Und das letzte, der Dreier im Bunde hier, das allereinfachste, hier ein Maiskolben. Die gibt es jetzt gerade im Supermarkt, meistens zwei Stück im Paar oder auch einzeln. Oftmals ist dann außen noch die Haut dran. Lasst die ruhig dran, diese Hülle. Ist besser, als wenn der so blank ist. Die Hülle ist noch ein zusätzlicher Schutz, aber ich habe jetzt eben nur diesen hier gefunden und die gibt es für 1 bis 2 Euro momentan. Also es ist ein ganz günstiges und ganz einfaches Outdoor-Essen, weil das brauche ich nur kochen und es hat schon so viel Eigengeschmack, da brauche ich überhaupt nicht viel machen. Es ist also alles sehr einfach. So, jetzt mal ein paar Fakten zum Mais. In Bayern und in Österreich wird Mais auch Kukuruz genannt. Ein sehr lustiges Wort. Die jährliche Erntemenge vom Mais beträgt 1 Milliarde Tonnen. Es ist schon sehr viel. Mais ist auch ein Energielieferant und wird oftmals auch in Biogasanlagen verwendet. Hier konnte ich am Bodenseegebiet beobachten, dass Mais oft großflächig angebaut wird, Jahr für Jahr. Eine sogenannte Monokultur entsteht, was sehr nachteilhaft ist für den Boden zum Beispiel, denn die Pflanze immer wieder die gleichen Nährstoffe entzieht. Der Boden kann sich gar nicht richtig erholen, sondern wird regelrecht ausgelaugt. Ja, die Wildschweine freuen sich natürlich über diese großen Maisfelder. Die Wildschweinpopulationen können dort explodieren. Große Rotten können dort durch die Felder ziehen. Die Aufgabe des Jägers ist dann teilweise diese Maisfelder noch zu beschützen. Und wenn Schäden entstehen, dann kann dafür der Jagdpächter auch noch aufkommen. Die große Maisernte hat natürlich auch was Positives, denn aus Mais, Maisstärke, lässt sich ein Biokunststoff herstellen. Und ich kenne das aus dem Bioladen schon vor Jahren. Da gab es Plastikbeutel aus diesem Maiskunststoff und diese Beutel, die verrotten auch. Die sind also natürlich. Es gibt auch Füllmaterial für Pakete. Solche Flakes, die sind auch aus Mais, Maisstärke und die verrotten dann auch. Das ist also schon mal etwas Positives. Maispollen sind die größten und schwersten Pollen der bei uns wachsenden Pflanzen und eine wichtige Pollenquelle für die Honigbienen. Bei Ausgrabungen wurde 4000 Jahre altes Popcorn gefunden, was vermutlich die Indianer früher schon gegessen haben. Und jetzt kommt was ganz Interessantes. Ungefähr 60% der heute verzehrten Lebensmittel sind Pflanzenprodukte, die von Indianern angebaut, gekreuzt und ausgelesen wurden
um so neue Sorten zu züchten, die ertragreicher waren und widerstandsfähiger waren, um sie den klimatischen Verhältnissen besser anzupassen. Diese Weiterentwicklung dieser Pflanze dauerte einige Jahrtausende. Also das ist schon echt der Hammer, dass uns sozusagen die Indianer oder die Naturvölker den Weg bereitet haben, damit wir uns heute auch so von den Lebensmitteln ernähren können. Es gibt einige Lebensmittel, zum Beispiel die Möhre. Hier gibt es viele wilde Möhren, aber die wilde Möhre, wenn ich die ausgrabe, ist eine weiße, kleine, schmale Wurzel, die sehr scharf schmeckt. Die heutigen Möhren im Supermarkt sind verzüchtet worden über den Laufe der Zeit und die schmeckt ganz anders als die Wildform. Chicorée, das ist die Wegwarte, Zichorie. Chicorée-Salat wurde auch gezüchtet und sieht ganz anders aus, wenn man mal die beiden Pflanzen miteinander vergleicht. Und so gibt es etliche Pflanzen, die eben einfach gezüchtet wurden und die wir heute in Hülle und Fülle im Gemüse, in der Gemüseabteilung im Supermarkt finden können. Kennt ihr Mondamin? Das ist echt der Hammer. Mondamin ist ja so ein Bindemittel, was man auch in jedem Supermarkt bekommt. Und Mondamin heißt in der Dakota-Sprache, Dakota, das ist ein Indianerstamm, heißt das Mais. Das heißt, wenn wir heutzutage in den Supermarkt gehen, dann können wir dort noch Worte finden von den Indianern. Und das ist schon krass, wenn man sich das mal einfach so überlegt. Ich gehe in den Supermarkt rein, da steht dann Mondamin. Die Firma hat das einfach genommen, das Wort, und es ist das indianische Dakota-Wort für Mais. Also die Spuren der Naturvölker, der Indianer, die sind bis heute um uns herum vertreten. Man muss einfach nur die Augen aufmachen und ein bisschen schauen und recherchieren. So, jetzt versuche ich hier Popcorn herzustellen. Ich nehme dafür mein Kochgeschirr her. Ich muss da etwas Öl reinmachen. Das war jetzt schon ein bisschen viel, ein paar Tropfen reichen da eigentlich. Dann setze ich den Topf hier drauf und gebe hier ein paar Maiskörner rein, so dass der Boden bedeckt ist. Das hier ist also spezieller Popcorn-Mais. Okay. Und es geht los. Upsala. Ich bin fasziniert. Einfacher geht's ja wohl nicht, oder? Und es waren jetzt ein paar Maiskörner und ihr werdet gleich sehen, mein Nierenbecher ist fast voll. Und so sieht das Ganze aus. Schaut mal, wie viel es gegeben hat. Diese paar Körner. Überall liegt hier noch Popcorn rum, weil es hier vorhin richtig rum explodiert ist. Die Mäuse werden sich freuen. Hat super funktioniert mit dem Popcorn. Ist richtig schön aufgegangen. Und ich kann das jetzt entweder salzen oder kann da noch ein bisschen Zucker drüber streuen. Oder ich kann es natürlich auch einfach so pur essen. Richtig lecker. So, jetzt werde ich mich mal an die Polenta machen. Wie ihr hier sehen könnt an den Zutaten, ist das Zubereiten der Polenta schon etwas aufwendiger als das Popcorn. Muss aber nicht unbedingt sein. Was ihr auf jeden Fall als Grundzutaten braucht, ist Wasser und Polenta. Und damit das Ganze noch ein bisschen Geschmack bekommt, auf jeden Fall Salz. Und damit das Ganze noch etwas besser schmeckt, noch Butter. Mehr bräuchte man eigentlich nicht. Aber man kann das Ganze ja aufpeppen. Zum Beispiel mit ein paar Kräutern. Oder wie hier jetzt mit Pilzen. Zwiebel, etwas Gemüse. Ich schneide einfach jetzt die Zwiebeln klein, die Pilze. Und gebe dann Öl in die Pfanne, schwitze das Ganze an. Gieße dann Wasser rein und füge dann die Polenta-Maisgrieß hinzu, lasse das Ganze durchkochen, fertig. Ist eigentlich auch recht simpel. Das Ganze ist jetzt schon ziemlich dick geworden. Ich nehme es jetzt einfach von der Flamme herunter, mache einen Deckel drauf und lasse das seitlich ungefähr 10 Minuten ziehen. Und das Schöne bei solchen Gerichten ist, dass man zwischendurch dann wieder Zeit hat und etwas anderes machen kann. Ich denke mal, ich werde ein bisschen aufräumen hier und bisschen durch den Wald stromern.
Und fertig ist meine Polenta, oder soll ich besser sagen, mein Maisbrei. Ja, jetzt sieht man hier schön die Pilze durchschimmern. Hier oben noch eine kleine Garnitur von der Brennnessel und etwas Sellerieblätter. Man kann auch andere Wildkräuter einfach hier drunter mischen. Dann wollen wir das Ganze mal probieren. Lecker. Geschmacklich ausgezeichnet. Wärmt auch schön von innen. Vielleicht ist das Gericht auch was für den Winter, für die kalten Wintermonate draußen. Dann hat man immer gern was Warmes im Bauch. So, dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten der drei im Bunde. Zum Maiskolben. Ja, einfach jetzt Wasser aufkochen. Den Maiskolben halbiere ich einmal in der Hälfte, stecke den in meine Nierentasse rein und lasse den dann schön köcheln und habe dann noch ein schönes, süßes Maisdessert. So, das Mais-Drei-Gänge-Menü ist fertig. Wir haben hier einmal Popcorn, Polenta mit Waldpilzen und den gekochten Maiskolben. Ja, ich werde jetzt eins nach dem anderen hier aufputzen. Freue mich schon drauf. Ob ich das schaffe? Naja, ich denke schon. Ich habe großen Hunger. Ja, es ist schon interessant, was man alles aus Mais herstellen kann. Und das hier ist noch längst nicht alles. Da geht noch viel, viel mehr, was man alles aus Mais machen kann. Und ihr seht, es war schnell und einfach, kostengünstig und ist ein Grundnahrungsmittel und ist von den Naturvölkern schon vor Jahrtausenden von Jahren verwendet worden. Der Mais ist für die Indianer eine heilige Pflanze gewesen und sicherlich auch noch heute, denn es hat den ganzen Stamm, die ganzen Menschen dort ernährt und das haben die damals zu schätzen gewusst. Und ich habe das Gefühl, dass ich da auch ein bisschen was heute so gespürt habe und mehr Respekt vor dem Mais heute bekommen habe. Also in dem Sinne, dann wünsche ich euch viel Freude beim Nachkochen. Sucht euch was aus hier oder kocht auch mal alles drei auf einmal, wie ihr wollt. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüssle!